möchte die Chance meinerseits nutzen und mich bei einigen Menschen bedanken, ohne deren tatkräftige Mithilfe diese Ausstellung nie zusammen und zustande gekommen wäre. Allen voran bei Gary Schneider vom Veranstaltungsmanagement der Universität Wien, der zusammen mit Philipp Wagner die Idee zu den Regenbogenführungen an der Uni Wien hatte und der mich mit der Durchführung und inhaltlichen Ausarbeitung beauftragt hatte. Heute feiern wir mit dieser Ausstellung hier das erfolgreiche fünfjährige Jubiläum dieser Regenbogenführungen. Wir schreiben das Jahr 2013. Vor genau 5 Jahren hatte ich damals die Idee, Regenbogenführungen an der Universität Wien zu machen. Mit der Idee einfach mal aufzuzeigen, die Toren zu öffnen der Universität Wien. Was passiert dahinter zum Thema Homosexualität in der Welt der Wissenschaft? Wo wird geforscht? Wo gibt es den Konnex zum Thema schwul, lesbisch, queer? Mittlerweile ja, haben wir unser 5-jähriges Jubiläum erreicht. Letztes Jahr haben wir relativ großspurig verkündet, zum 5-jährigen wird es was Besonderes geben. Haben wir uns heute auch einfallen lassen. Deswegen gibt es neben den normalen Anführungszeichen Regenbogenführungen, wie man es ja schon bisher kennt, auch eine Ausstellung an der OB. Auch dieses Mal gemeinsam wieder mit Andreas Brunner von Queen Concibit organisiert, durchgeführt, mit der Universitätsbibliothek, mit der OB als tollen Partnerunterstützer. Man muss sagen, 2013, ja, es hat sich in den letzten Jahren natürlich wieder viel getan. Ich glaube, auch wir als Uni Wien machen unseren Beitrag zum Thema Toleranz, Gleichheit, Gleichberechtigung, aber es ist noch immer keine Selbstverständlichkeit. Auch dieses Jahr wieder gab es Anrufe bei uns im Büro, was das soll mit den Regenbogenfahnen, warum wird das alles so groß publik gemacht. Wir haben ja heuer zum ersten Mal nicht nur eine große Fahne vom Balkon der Uni Wien hängen, sondern auch 2 weitere Fahnen, links und rechts jeweils dann noch aufgehängt. Auch das hat wieder zu Diskussionen an der Uni Wien geführt. Einerseits natürlich toll, weil es soll ja auch zum Diskutieren, zum darüber plaudern anregen und motivieren. Andererseits natürlich schade, gerade bei den ja etwas alteingesessenen Herrschaften der Universität Wien ist das halt noch immer ein bisschen ein Tabuthema, noch ein bisschen ja, graue Geschichte alles. Ja, man muss es nicht so thematisieren, aber darum gibt es ja uns in der Form auch, weil wir wirklich auch die Uni Wien, sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Studierenden natürlich mit dem Thema einfach konfrontieren wollen. Ich habe gerade gehört, Sie haben die Breitparade erfunden, die Regenbogenparade. Nein, die Parade habe ich nicht erfunden. Ich habe gemeinsam mit dem Gary Schneider von der Universität Wien die Regenbogenführungen konzipiert, vor 5,5 Jahren etwa. Und wie ist es zu der Idee gekommen? Ich habe so als Nebenjob Führungen durch das Universitätshauptgebäude gemacht und der Gary Schneider hatte damals angefangen zu arbeiten im Veranstaltungsmanagement, das für die Führungen zuständig ist, und er hatte die Idee, Regenbogenführungen anzubieten und hat dann gemeinsam mit mir sozusagen die Route und die Inhalte grob festgelegt. Wir haben dann uns überlegt, mehrere Treffen gehabt, wie wir das machen könnten, haben das dem Rektorat vorgeschlagen, haben eine Probeführung durchgeführt und der Vorschlag wurde angenommen. Und jetzt stehen wir hier 5 Jahre später, haben ein kleines Jubiläum mit einer Ausstellung, mit jedes Jahr mehr Besuchern. Es kommt gut an, es freut mich sehr. Fürchtet euch nicht. Ich beiß nicht, bitte näher. Ja. Nach 4 Tagen führen ist meine Stimme nicht mehr so fest, dass ich den großen Raum fülle. Ja, herzlich willkommen zum 5-jährigen Jubiläum der Regenbogenführungen. Ja, als Gary und ich das vor 5 Jahren das erste Mal gemacht haben, hätten wir uns kaum träumen lassen, dass wir nach 5 Jahren noch dastehen. Ja? Geschweige denn, als ich hier 1981 zu studieren begonnen habe, ja? Dass ich mal hier vor der Rektorentafel stehen werde und zumindest über einige der Rektoren wenig Gutes werde sagen können. Ja, die Rektorentafel der Alma Mater Rudolfina, 1365 gegründet, die älteste Universität im heutigen deutschsprachigen Raum. Damals war nur Prag, das zählte zum deutschsprachigen Raum ein paar Jahre früher.
Ich brauche hier bei der Tafel gar nicht zu gendern, denn man braucht auch keine Frau zu suchen. Auf der finden sich nur Männer in der fast 500-jährigen Geschichte der Universität. Auf zwei möchte ich etwas konkreter eingehen. Den einen werde ich dieses Jahr oben in der Ausstellung in der Universitätsbibliothek besprechen. Hier möchte ich auf den eingehen, der hier an der äußeren Tafel im Jahr 1962 steht, Rolandus Grasberger. Die Namen sind immer latinisiert auf dieser Tafel. Also Roland Grasberger hatte eine typisch österreichische Karriere. Er war zwar bei den Nationalsozialisten, es gibt wenig biografische Forschung bislang zu ihm, aber soweit man weiß, nicht sehr gut angeschrieben. Aus welchen Gründen auch immer, das lässt sich heute nicht wirklich nachvollziehen. Aber 1946 hat er dann gleich eine große akademische Karriere gestartet. Er wurde Vorstand des Instituts für Kriminologie und war in den 50er, 60er und 70er Jahren ein maßgeblicher Gutachter für die Österreichische Volkspartei, für die ÖVP in Sachen Sexualstrafrecht. Er hat mit seinen Kriminalstatistiken zu belegen versucht, dass homosexuelle Männer grundsätzlich Kindesverführer sind. Also er hat dieses Bild des schwulen Kinderverzahrers ganz maßgeblich auch statistisch zu untermauern versucht. Aufmerksam auf die Führung bin ich schon geworden im Newsletter der Uni Wien, weil der wird monatlich an die Studentinnen versendet und da haben sie auf die Ausstellung hier und auch auf die Führungen schon aufmerksam gemacht. Aber gestern habe ich dann eine andere Führung mit dem gleichen Zuständigen mitgemacht, nämlich über die Habsburger und Homosexualität. Und weil das sehr interessant war, habe ich mich dann entschlossen, heute auch noch bei dieser Führung an der Uni Wien teilzunehmen. Sehr schön, dass die Geschichte der Universität und auch Österreichs so aufgearbeitet wird, dass man immer wieder Namen, die man schon anders kennt, in einem neuen Zusammenhang sieht. Und das ist endlich auch, also ich habe vor kurzem erst davon gehört, dass es die Regenbogenführungen gibt und ich finde es schön, dass man das als nicht universitätsnaher Mensch einfach so besuchen kann und solche Dinge erfährt. Maria Theresias Nachfolger, Josef II., wird einen radikalen Neustart, ja, kann man es nur nennen, ja, mit seinem Strafrecht machen, das 1787 erlassen wurde und an dem auch Josef von Sonnenfels mitgearbeitet hat. Er schafft die Todesstrafe ab, auch für Unzucht wider die Natur, wie es nun heißt. Österreich ist damit ein einziges Mal, wenn es um die Rechte von Homosexuellen geht, in der Geschichte in der Pole Position. Ja. Österreich war das erste europäische Reich, ja, wenn Homosexualität überhaupt strafbar war. In Italien war es zum Beispiel nie strafbar. Das erste europäische Reich, in dem die Todesstrafe für Homosexualität abgeschafft wird. Solange es keine komplette rechtliche Gleichstellung gibt, kann man nicht zufrieden sein. Auch wenn mich jetzt das Thema Heiraten persönlich nicht wirklich interessiert, mir ist das komplett blunzen, um es auf Wienerisch zu sagen. Ja. Aber natürlich unterstütze ich alle Bestrebungen, die zu einer rechtlichen Gleichstellung, kompletten rechtlichen Gleichstellung, also in so Sachen wie Pensionsrecht, wie Versicherungsrecht, das sind ja alles so Materien, die sehr diffizil sind. Ja? Ich merke es auch in meiner Partnerschaft, dass man, wenn man sozusagen nicht verpartnert ist und also nicht einmal verpartnert ist, ja, dass gewisse Dinge nicht funktionieren, ja, dass gewisse Dinge nicht möglich sind. Ja. Das war vor 20 Jahren wäre es zum Beispiel nicht möglich gewesen, dass mein Partner in einen Mietvertrag einsteigt. Ja. Das ist inzwischen möglich. Ja. Gut so. Ja. Aber im Grunde hilft nur komplette rechtliche Gleichstellung, also einfach mit allen Sonderregelungen weg. Ja, wozu? Ja? Ja, international bemerke ich, dass es so eine Polarisierung gibt. Ja? Dass es
Staaten, Länder, vor allem jetzt dem westlichen Kulturkreis zugehörig, gibt, die auch gegen Widerstände wie Frankreich zum Beispiel die sogenannte Homo-Ehe oder einfach die komplette rechtliche Gleichstellung von homosexuellen Paaren zu heterosexuellen Paaren einfach durchsetzen. Auch wenn es Widerstände dagegen gibt von aufgebrachten radikalen Minderheiten. Auf der anderen Seite merke ich international, vor allem wenn ich so an Osteuropa denke, wenn ich jetzt in einem europäischen Raum überhaupt bleibe, darüber hinaus will ich mich jetzt gar nicht bewegen, ja? Wenn ich im europäischen Raum bleibe, dass die Freiheit für Schwule und Lesben an der österreichischen Grenze aufhört. Ja? Also da ist der eiserne Vorhang, zumindest in Ungarn, ja, wieder aufgezogen worden. Mit der konservativen oder rechten Orban-Regierung. Ich war selber vor 2 Jahren bei einer Regenbogenparade unter Anführungszeichen in Budapest und war schockiert. Ich habe die Regenbogenparade mitgegründet, 1996, und unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen hätte ich mich wahrscheinlich nie getraut, sowas wie eine Regenbogenparade umzusetzen. Und es ist 60 Kilometer von Wien, glaube ich, oder sonst sind es 70 sein. Ja. Das ist nicht mal eine Stunde, nach Budapest sind es nicht mal 3 Stunden. Ja. Und das ist eine komplett andere Welt für Schwule und Lesben. Ja. Und ich habe es bei der Eröffnung der Ausstellung auch gesagt, am selben Tag, als die Ausstellung eröffnet wurde, wurde in der Duma in Moskau ein Gesetz beschlossen, das jede Werbung für Homosexualität als homosexuelle Propaganda verbietet. Ja? Und wir wären alle, die wir diese Ausstellung besucht haben, gemacht haben, einfach im Gefängnis gesessen in Moskau. Ja? Und das sind einfach Zustände, die nicht zu tolerieren sind, auch in einem vereinten Europa. Ja? Da ist auch die Europäische Union gefordert, da ist auch die österreichische Politik international gefordert, dagegen aufzutreten. Und was die österreichische Politik anbelangt, ist natürlich wieder Schweigen. Ja? Selbst eine konservative Politikerin wie Angela Merkel hat offiziell gegen dieses Gesetz protestiert, ja? Und hat gesagt, das kann es wohl nicht sein. Ja? Aus Österreich war natürlich nichts zu hören. Ja? Toll, dass die Universität Wien solche Führungen organisiert, gerade am heutigen Tag der Regenbogenparade. Das ist wirklich toll, besonders, dass der Endpunkt der Balkon an der Universität Wien ist, direkt auf den Ring gerichtet, und dann das mit einem Glas Sekt ausklingen zu lassen, das finde ich sehr schön. Weibliche Homosexualität wird meist nur analog zur männlichen Homosexualität betrachtet und diskutiert. Erst im späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert beginnen dann auch erste Forschungen gibt es erste Texte, die weibliche Homosexualität auch eigenständig behandeln. Derjenige, der das Wort, das ich jetzt ständig gebrauche, nämlich homosexuell erfunden hat, wurde in Wien geboren als Karl Maria Benkert. Von deutsch-ungarischen Eltern, ist dann auch schon als Kind wieder mit den Eltern nach Budapest zurückgegangen, wurde dann ungarischer Nationalist und hat sich deshalb umbenannt von Benkert, das gar nicht ungarisch klingt, ja, auf Karl Maria Kertbeny. Ist im Grunde nur ein Anagramm seines Namens, und ein Y hat er dran gehängt, damit es ungarischer klingt. Ja. 1867 ist es erstmals in einem Brief belegt, aber 1869 hat er erstmals auch öffentlich in einer anonymen Streitschrift die Begriffe homosexuell oder homosexual nannte er es noch und heterosexual verwendet. Er ist also damit der Schöpfer und Erfinder dieses Begriffspaar, das die Sexualwissenschaft und Genderforschung bis heute beschäftigt. Damit gehen wir jetzt Richtung Universitätsbibliothek.
Ich bin Mitarbeiterin an der Beratungsstelle Courage und insofern ist mir das natürlich auch ein ganz großes Anliegen, dass da viel historisch aufgearbeitet wird, dass auch das Bewusstsein der Bevölkerung ein bisschen erweitert wird sozusagen. Da finde ich, ist so eine Veranstaltung bzw. auch so eine Ausstellung ein unersetzlicher Beitrag und mir ist es auch ein sehr großes persönliches Anliegen. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja, ich halte es für was ganz was Wesentliches und es ist schön. Leider Gottes ist es so, dass Frauen hier unterrepräsentiert sind an der Uni, aber das hat sich Gott sei Dank seit 1365 auch geändert, was mich sehr freut. Ja. Ja, ich habe den Eindruck, dass also in dieser Szene der Lesben-Schwulen-Bewegung die Frauen überhaupt ein bisschen im Hintergrund immer agieren oder nicht so sehr in Erscheinung treten und hervortreten wie die Männer. Das ist schwierig zu beantworten jetzt oder da kurz Stellung zu beziehen. Das ist eine ziemlich komplexe und vielschichtige Sache an sich. Aber ich denke mir, es gibt genug Initiativen, wo man einfach gemeinsam auftreten kann, wo man mittlerweile einfach viel erreichen kann und wo es um Diversity geht, ja, also um die Vielfalt und auch um Aktionismus natürlich, aber auch um ein Gemeinschaftsgefühl, um ein Zusammengehörigkeitsgefühl, beziehungsweise auch als Teil der Gesellschaft repräsentiert zu sein, gesehen zu werden, was verändern zu können, mitsprechen zu können und einfach ja, dabei zu sein. Der Verein Courage verfolgt welche Ziele? Ja, wir sind eine Beratungsstelle für Lesben, Schwulen, Transgender-Personen und ich denke mir, das ist einer der wichtigen Bausteine auch von der Community, weil bei uns psychotherapeutische, psychosoziale Beratung und auch psychiatrische Beratung bzw. Der Psychiater auch für Behandlung natürlich zur Verfügung steht, was wir anbieten. Wir haben mehrere Gruppen auch für Transgender-Personen, für Frauen, für Männer, für Jugendliche, für Familien, für Angehörige. Und ich denke mir, da ist es einfach sichtbar, auch aufgrund des Zulaufes, wie wichtig es ist, so eine Stelle auch in der Community zu haben, wo es einfach keine Frage der Orientierung ist, wo man nicht erklären, wo die Klienten, Klientinnen nicht erklären müssen, warum sie so empfinden oder anders empfinden und warum eben sich gerade diese Fragen einfach stellen. Wir haben auch eine Rechtsberatung, die höchst wichtig ist und auch sehr regen Zulauf erfährt. Also ich denke mir, insofern ist die Beratungsstelle auch einer der größten Punkte in der Community und eigentlich nicht mehr wegzudenken. Wo man einfach richtig ist, ja, wo man nicht falsch ist und sich verstellen muss und wo man sein kann, wie man ist. Ich glaube, das ist was Wesentliches. Ja. Dieser Arkadengang ist ja auch ein Ehrenhain, wenn ich so pathetisch ausdrücken darf, ja, für verdiente Forscher der Universität Wien. Und ja, es ist bezeichnend für die Geschichte auch der Universität Wien, dass bis heute keine einzige Büste einer Frau hier zu finden ist. Es gibt nur da vorne eine Tafel für eine Frau und das ist kurioserweise Marie von Ebner-Eschenbach. Anna Freud hat ihr ganzes Leben lang eine lesbische Beziehung gehabt, hat diese auch sozusagen in ihrem öffentlichen Auftreten auch nie wirklich verschwiegen. Also sie war immer mit ihrer Freundin Dorothy unterwegs, aber sie hat sich nie zu ihrer Homosexualität geäußert. Und das hatte wahrscheinlich auch seinen guten Grund. Das war jetzt nicht, weil sie zu feig dazu gewesen wäre, glaube ich, sondern als Psychoanalytikerin und speziell besonders als Spezialistin für Kinder- und Jugendpsychologie wäre es akademisches Harakiri gewesen. Ja, es war natürlich eine besondere Freude auch für mich, dass wir zum 5-jährigen Jubiläum hier in der Universitätsbibliothek eine Ausstellung zum Thema Homosexualität in der Geschichte
anhand der Bestände der Universitätsbibliothek gestalten konnten. Es kommen ein paar Leihgeber dazu, die Archiv der Universität, die Sammlung Frauennachlässe und auch von Zentrum Queen sind einige Dinge hier, aber darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Als ich hier an der Uni Wien 1981 zu studieren begonnen habe und 1985 mein erstes Diplomarbeitsthema eingereicht habe, also ich betreibe jetzt hier auch Oral History, als ich dieses Diplomarbeitsthema Theaterwissenschaft habe ich studiert, ohnehin schon ein bisschen ein Orchideenfach, wo schwul oder lesbisch sein nie wirklich ein Thema war. Also so an der Uni hatte ich nie irgendwelche Probleme oder überhaupt irgendeinen Aufstand wegen Schwulsein. Aber als ich mein Diplomarbeitsthema in dieser Prüfungskanzlei der Theaterwissenschaft angemeldet habe, das war damals noch so auf Karteikarten, die wurden händisch ausgefüllt, ja, und ich habe dort der Sekretärin mein Thema diktiert, Frauenbild, Weiblichkeit und Homosexualität im Werk von Pier Paolo Pasolini. Und da ist ja fast der Griffel aus der Hand gefallen. Ja. Denn Mitte der 80er Jahre war dieses Thema an der Universität praktisch tabu. Erst um diese Zeit, und das haben wir hier in dieser einen Vitrine, das ist eigentlich die einzige, die so einen Bogen von dieser Frühzeit, die im Obergeschoss thematisiert wird, in die Gegenwart schlägt. Genau Mitte der 80er Jahre hat es hier an der Universität auch zu brodeln begonnen. Es waren vor allem, also es war ausschließlich von studentischer Seite zuerst getragen. Und 1988 gab es dann die erste Lehrveranstaltung, die dieses böse Wort auch im Titel getragen hat. Ein Proseminar am Institut für Psychologie, eben Psychologie der Homosexualität, gehalten von Dr. Dr. Wolfgang Till. Bis 1991 sollte es dann dauern, dass die erste Lehrveranstaltung von Hannah Hacker abgehalten wird, die das Wort lesbisch im Titel führen wird. Karl Heinrich Ulrichs hat in den 1860er und 1870er Jahren, kommen Sie ein bisschen näher bitte, ja, 1860er und 1870er Jahren insgesamt 12 Schriften zur mann-männlichen Liebe, wie er es nannte, veröffentlicht. Darin versucht er als erster so etwas wie eine Naturgeschichte der Sexualität zu schreiben. Also stellt sich da so eine Linie, jetzt etwas salopp gesagt, vor. An der einen Seite sind die männlichen männlichen Heterosexuellen, auf der anderen Seite heterosexuellen Frauen. Und dazwischen ist es sozusagen wie auf einer Linie spielen sich die unterschiedlichsten Variationen menschlicher Sexualität ab, ja, die er, und das ist für ihn das Zentrale, für angeboren hält und es deklariert. Und er macht sich dabei selbst zum Objekt seiner Untersuchungen. Er ist der Erste in der Geschichte auch, der über sich selbst als das spricht, was er beschreibt. Und er gilt daher heute als der erste Schwule der Weltgeschichte. Das ist eigentlich mein Beweggrund, auch immer wieder da bei so Führungen mitzugehen, weil es eine nette Runde ist, die dann immer wieder da mitgeht. Und mit Andreas Brunner schon seit knapp 20 Jahren befreundet sein darf, was mich schon sehr freut. Und ich mache eben sehr gerne die Führungen mit. Und ich finde, es ist seine Öffentlichkeitsarbeit, die er macht, ist einfach gut und das gehört unterstützt. Das ist auch mein Beweggrund, immer wieder mitzugehen. Und, ja. Schön, dass heute Pride Parade ist und wir sollten uns von solchen Problemen nicht aufhalten lassen und schauen, dass die Menschen ein bisschen drüber nachdenken und ihre Ängste und Hemmungen verlieren. Also ich habe Chemie studiert, Diplomstudium, da bin ich auch schon fertig und derzeit studiere ich transkulturelle Kommunikation mit den Sprachen Französisch und Japanisch.
Was sagen Sie zur französischen Entwicklung? Hollande hat ja versprochen, die Ehe zwischen Gleichgeschlechtlichen zu ermöglichen. Ja, ja, stimmt, das war eigentlich schon ein Wahlversprechen von ihm. Und eigentlich, ja, dass es durchgesetzt wird, habe ich mir jetzt erwartet und war auch keine Überraschung. Was für mich schon überraschend war, war, dass es in Frankreich so massiven Widerstand von einigen religiösen, rechten Fraktionen gegeben hat, die da wirklich eine massive Mobilisierung zustande gebracht haben. Und es hat wirklich die letzten Wochen ununterbrochen Demonstrationen dafür, dagegen gegeben. Und eigentlich hätte ich mir gedacht, dass dieses Gesetz ohne diese Probleme durchkommt, aber leider, wie man sieht, es hat leider genug Leute gegeben, die ja, nicht tolerant genug sind und nicht anderen Mitmenschen die Rechte geben wollen. Ja. Auch die Ausstellung war sehr interessant. Es ist toll, dass endlich die Universitätsbibliothek Wien auch ihre Bestände zur Verfügung stellt. Der Herr, der geführt hat, ja, hat es so toll gemacht und ich glaube, der hätte noch viel mehr zu sagen gehabt. Ja. Und das ist fast zu kurz. Ja. Mhm. Ja, es ist schade, dass es schon wieder vorbei ist, zum einen. Zum anderen, ja, fürs nächste Jahr wünsche ich mir, dass es wieder so eine Pride Week gibt. Eigentlich wäre der Wunsch, dass das ganze Jahr über Pride sein könnte, ja, dass es nicht nur eine Woche von 52 Wochen ist. Andererseits denke ich mir, es ist ein Anfang, es ist ein guter Anfang und vielleicht ist ja die Nachhaltigkeit von dieser einen Woche so groß, dass sie bis zur nächsten Pride Week reicht. Und ja, in diesem Sinne würde ich mir einfach auch wünschen, dass die Gesellschaft ein bisschen vielfältiger wird, weiterhin offener, dass es gewisse Gesetze nicht mehr braucht, ja, sondern dass es mehr Selbstverständlichkeit gibt, ein anderes Selbstverständnis und dass Vielfalt einfach kein Punkt mehr ist, den man einfordern muss, sondern dass es einfach eine Eigenschaft der Gesellschaft sein könnte.